Bitte wieder eine Aufforderung an alle Teilnehmer der Versammlung hier um das Marktelement. Begeben Sie sich umgehend zurück zum originären Versammlungsort. Hallo Sascha, hier für Eingeschenkt TV, heute aus Chemnitz, und wir sind jetzt gerade auf einer von den zwei Demos, und ist, glaube ich, die linke Seite hier, oder? Ja, die bürgerliche Mitte tatsächlich. Okay, okay. Und warum habt ihr euch hier versammelt? Also ich war tatsächlich heute ein bisschen schockiert. Also ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und bin dann hier abends durch die Innenstadt gegangen und war richtig schockiert, wo ich die ganzen Polizeiautos gesehen habe und dachte mir, was ist hier wieder los in Chemnitz? Das kannst du doch echt keinem erzählen. Ich komme eigentlich aus Hannover so. Und dann, weiß nicht, habe ich heute Morgen diese Videos gesehen mit diesen wirklich Hetzjagden. Das kann man ja anders nicht nennen, so, ne? Wo es mir kalt den Rücken runtergelaufen ist. Und ich weiß nicht, ich hatte dann noch so echt eine Problematik mit dieser Aktionsweise zu sagen, ja, früher war alles sicher in Chemnitz, als es so, solche Vorfälle gab es nicht, so mit Messerstechereien und so. Und ich dachte mir halt so, das ist einfach ein Problem einer jeden Großstadt. Und letztendlich, weiß ich nicht, wird das dann so mäßig von denen instrumentalisiert. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, das ist meine Meinung. Mhm. Und die Polizei hat das jetzt auch aufgeklärt, aber stattdessen auf Facebook sieht man die ganze Zeit die Gerüchte, irgendwelche Fake News werden verbreitet, sie benutzen das für sich. Ich bin davon echt angewidert, muss ich sagen. Und ja, ich bin auch wirklich traurig, auch ein Stück weit, weil ich halt irgendwie viele Freunde gefragt habe, ob sie mit wollen auf die Gegendemo, und alle haben gesagt, sie haben voll Angst, so, weil es viel mehr Nazis sind als Gegendemonstranten und sie fühlen sich nicht sicher. Und ich meine, das ist echt eine Art Niederlage hier in Chemnitz. Ich hoffe, es kommt nicht so weit in anderen Teilen Deutschlands. Wirklich. Und jetzt haben wir hier jetzt ein Klima der Angst? Also ich weiß nicht, ich glaube schon, weil sonst wären ja mehr von meinen Freunden, von den Studierenden halt mitgekommen, so, die halt auch alle, sag ich mal, die bürgerliche Mitte bis links vertreten und auch das überhaupt nicht tolerieren, was so abgeht hier, aber die sind nicht mitgekommen, weil sie wirklich Angst haben, so. Und habt ihr einfach mal, ich weiß, klingt jetzt ein bisschen naiv, habt ihr mal versucht, mit der Gegenpartei einfach mal zu reden? Also einfach mal anquatschen, was sie jetzt davon halten? Die schlagen mich doch locker. Die sind doch alle gewaltbereit. Das hat man doch gestern auch gesehen, dass die gewaltbereit sind. Also ich diskutiere gerne. Ich möchte ja auch gerne deren Seite verstehen. Ich habe schon mit ein paar Studierenden aus Chemnitz geredet, die haben auch eher eine rechtere Gesinnung, sage ich mal. Und da konnte ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil die halt auch ein bisschen Angst hatten. So, da hat mich auch einer gefragt, hey, wie sieht's denn bei dir aus? Gibt es in Hannover auch solche Messerattacken? Also das gab es hier früher in Chemnitz nicht. Und ich meinte, ja, hey, in Hannover beispielsweise gibt es das fast jedes Wochenende, dass es da halt irgendwie so eine Art Messerstecherei gibt. Aber naja, aber muss denn das normal sein, so eine Messerstecherei? Das sage ich nicht. Ich sage einfach nur, dass es letztendlich einen Rechtsstaat gibt, der sich darum kümmert, und dass es Kriminalität ein Stück weit immer gibt. Man muss eher gucken, wie man die Kriminalität anders probiert zu bekämpfen, sage ich mal.
ich weiß nicht, mit einem besseren Bestrafungssystem wie in Schweden oder so, wo die Leute direkt wieder in die Gesellschaft integriert werden. Aber das Problem ist ja, dass die dann direkt gleich sagen von Anfang, dass das war ein Terrorakt, so, das waren irgendwelche, keine Ahnung, vom Islamischen Staat oder so, und die wurden von Angela Merkel reingelassen. Das weißt du halt nicht so. Das weißt du halt nicht. Noch letzte Frage. Hast du Angst, dass die Gewaltspirale, die jetzt hier entsteht, so ein bisschen nach oben geht? Also ich muss halt tatsächlich auch sagen, ich bin nicht so ein Fan von der Antifa. Und jetzt sind ja echt auch viele aus Leipzig und Dresden hier von der Antifa. Und ich bin mir halt echt unsicher, ob die nur demonstrieren wollen oder ob jetzt so deren Motto auch ist, so lass mal Nazis auf die Fresse hauen. So, ne? Also, das finde ich halt auch, ist ja nicht der richtige Weg einer Demokratie. Genau, Gewalt ist, glaube ich, keine Lösung. Ja. Ich danke dir ganz für das, ich danke dir für das Interview. Gerne. Und ich wünsche noch eine schöne Zeit. Antifa! Antifaschista! Antifaschista! Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Hau ab, 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 hau ab! Ich habe jetzt hier jemanden an meiner Seite, der mir vielleicht mal ein bisschen erklären kann, warum, was passiert denn gerade hier? Also grundlegend stehen sich hier die beiden Seiten gegenüber, die rechten Demonstranten, die linken Demonstranten. Nach den Ereignissen der letzten Nacht, denke ich, will jeder für seine Position Stellung beziehen, Gesicht zeigen, so wie ich auch. Und was ist denn letzte Nacht genau passiert? Ich habe es ein bisschen verfolgt, also eine Person wurde getötet und... Ja, das war vorletzte Nacht. Also gestern Abend, Nachmittag bis in die Nachtstunden hinein sind eben... Ja, rechte Hooligans, rechtgesinnte, gewaltbereite Täter durch die Stadt gezogen, haben sich aggressiv gezeigt, Gewalttaten begangen, sind ja mehrere Anzeigen aufgenommen worden. Genau. Gab's, sind Freunde von dir oder Bekannte schon irgendwie belästigt worden oder hast du da irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt jetzt in den Tagen? Von wem jetzt? Jetzt hier, ich weiß es, wie gesagt, wir sind hier gerade irgendwie zwischen den Fronten, jetzt muss ich mir gerade mal ein Bild machen, was jetzt so genau passiert. Nein, also aus meinem Umfeld ist keiner belästigt worden, aber mich persönlich besorgt eben der allgemeine Rechtsruck, der in der Bevölkerung gerade vor sich geht. Und dass es inzwischen wieder völlig salonfähig geworden ist, rassistische, fremdenfeindliche Äußerungen von sich zu geben, ohne dass das Ganze mal jemand hinterfragt. Hast du schon mal versucht, mit denen da drüben zu reden? Also mit denen da drüben jetzt speziell nicht, aber ich führe oft die Diskussion mit Leuten in meinem Umfeld, die eben tatsächlich rassistisches Gedankengut hegen und versuche mich im Alltag so oft wie möglich dieser immer wiederkehrenden, ermüdenden Diskussion zu stellen, in der Hoffnung Vernunft. Es gibt ja diese Theorie von diesem Teile und Herrsche, also dass die Gesellschaft also in eine linke Seite gespalten wird und in eine rechte Seite und dass es dann für die Herrschenden ziemlich einfach ist, diese beiden Seiten aufeinander zu hetzen, sodass keine Diskussion gegen vielleicht unter Umständen auch Regierungsgeschichten zustande kommt. Was denkst du davon? Schwer zu sagen. Also jetzt in diesem Fall der Leute, die hier sind, denke ich, sind die Fronten schon sehr arg verhärtet. Aber das ist heute natürlich eine extreme Situation. Auf solchen Demonstrationen ist, denke ich, eine Diskussion zwischen beiden Seiten unmöglich. Aber man sollte im Alltag diese Demonstration trotzdem führen. Das Gespräch ist dennoch wichtig. Man soll sich natürlich klar zu seiner Meinung bekennen, das tue ich auch. Aber das Gespräch zu verlieren, ist, denke ich, der größte Fehler, den wir machen können. Also solange es gewaltfrei geht, sollte man das schon noch das Gespräch suchen. Also ich für meinen Teil verurteile Gewalt generell und halte es nie für eine Lösung. Alles klar, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Chemnitz. Tschüss, Marcel. Tschüssi. Hier sind gerade zwei Demos am Laufen. Wir waren vorher auf der anderen Seite, haben da ein bisschen Stimmen eingefangen, wir sind jetzt hier. Aber auf der Seite wollen nicht so viele Leute mit uns reden, weil irgendwie eine Angst da ist. Warum sind die Menschen heute hier? Die Menschen sind heute da, um ihre Angst zu zeigen. Die Angst, was jetzt in der Stadt rumläuft an sich. Die Angst, dass Männer, ihre Frauen, ihre Kinder einfach in die Stadt gehen, oder nicht mehr in die Stadt gehen wollen lassen, weil sie um die Kinder Angst haben, um ihre Frauen Angst haben. Und wenn ich mal 5 oder 10 Jahre weiterschaue, bei mir wachsen 2 Jungs.
Und wenn ich natürlich das ganze Situation mir angucke, was soll in 10 Jahren passieren, dass meine 2 Jungs vielleicht mal nach einem Hilferuf eilen und dann noch mal Messer in den Rücken bekommen, da kriege ich natürlich so einen Hals. Und deshalb sind die Menschen auch da, um einfach zu zeigen, so kann es nicht mehr weitergehen. Und es geht jetzt nicht hier um Nationalismus oder was anderes. Es geht einfach nur, es muss was verändert werden in dieser Stadt. Ja, aber wir haben jetzt das Problem, da drüben stehen Menschen und hier stehen Menschen. Und eigentlich müssten wir zusammen gegen das gemeinsame Problem antreten. Aber trotzdem wird hier wieder geteilt, oder? Ja, richtig, es wird geteilt. Weil in den Medien dann wieder das alles so berichtet wird, dass die Menschen, die gestern hier in der Stadt marschiert sind, das war sogenannter Trauermarsch, alle Rechte gewesen sind. Ich war gestern mit meinem kleinen Sohn hier, einfach nur mal um Gesicht zu zeigen, einfach nur mal Trauer zu zeigen. Und die Menschen jetzt, die dort auf der anderen Seite stehen, die zeigen einfach, wie Kopf abgeschnitten wird. Sie müssen bloß mal genau hinschauen, wie diese jungen Syrer, wie diese jungen Iraker dort stehen und zeigen in so eine Richtung, ich schneide dir Hals ab. Und denken Sie, mit denen kann man reden? Also mit mir kann man schon reden. Ich würde auch gerne bereit sein, mit den anderen zu reden. Aber ich denke mal, die sind nicht bereit, mit uns zu reden. Die haben einfach ihre Sache im Kopf und das wollen sie einfach durchziehen. Also haben Sie schon mal versucht, mit denen darüber zu sprechen? Ich habe auf Arbeit versucht, mit mehreren zu sprechen. Wir haben auf Arbeit genauso Leute, die gegen und dafür sind. Aber wenn ich natürlich sehe, dass dann geschrieben wird, die Linke sind dafür da, um einfach weltoffenes Deutschland zu haben und einfach diese Einladekultur zu zeigen. Das ist für mich kein weltoffenes Deutschland, wenn ein Mensch auf der Straße mit einem Messer mehrmals abgestochen wird. Und das Problem ist, Männer, dass diese Vorfälle passieren in jeder Stadt, nicht nur in Chemnitz. Haben Sie die Befürchtung, dass das hier unter Umständen heute eskalieren könnte? Also die Befürchtung, die habe ich nicht. Ich vermute sogar, wenn es dann dunkel wird, das wird es hier eskalieren, ja, leider Gottes. Okay, dann hoffen wir, dass heute nicht zu viel passiert und erstmal vielen Dank für das Interview. Ja, okay. Bitteschön. Auf, du ziehst dich sonst so lange. Einfach alle stehen bleiben und fertig. Die können uns doch nicht vorschreiben, was wir machen. Irgendwann muss es doch mal schaffen. Das war unsere Sicherheitsmeinung. Gerne. Bei den haben wir. Ich habe jetzt gerade hier so bei der ganzen Demonstration einen zufälligen Radfahrer getroffen. Ja. Was hältst du von der ganzen Sache hier? Also ganz ehrlich, im Grunde genommen ist das eigentlich nur Teile- und Herrscherprinzip. Im Grunde genommen alle gegeneinander. Es ist genau das Prinzip, was die Politik verfolgt hat bis jetzt. Es wird einerseits über die Islamisten geschimpft, von den Medien, von der Politik selbst. Und andererseits aber gleichzeitig wird gegen den Rechtsradikalismus, man bezeichnet viele Menschen auch in der Richtung schon als rechts, also gegen die wird schon geschimpft. Und viele Menschen werden als rechts denunziert, was völliger Quatsch ist. Sobald du irgendwie kritisch dich äußerst über Flüchtlingspolitik, und das kommt von der Politik, und das ist der Punkt, dann bist du rechts. So, und das ist eindeutig politisch gemacht. Das hat teilweise geopolitische Ziele, das muss man so sagen. Es ist gewollt, Deutschland zu destabilisieren. Aber warum fällt es den Leuten nicht auf, dass das hier eher wie eine Art Fußballspiel ist? Hier, da ist die eine Fraktion und da ist die andere Fraktion und keiner sollte miteinander reden. Wann wacht dieses Land mal auf? Weil die es gewohnt sind, in diesem System zu leben, sich in links und rechts zu orientieren bzw. einzuteilen. Es ist angeboren und man muss immer eine Meinung vertreten, aber man kann nicht. Also es wird zu schnell, werden Meinungen übernommen. Na, meinst du wirklich, dass es angeboren ist oder nicht anerzogen? Anerzogen, ja, sorry. Das muss man natürlich korrigieren. Ja, es ist einfach völlig übertrieben. Es ist eine Aufhetzung gegeneinander. Es kann zum Bürgerkrieg führen. Das ist schon eine ziemliche Befürchtung. Und ich meine, wie man es hier sieht, ist es teilweise so, dass die Leute wie Heere gegenüberstehen. So, das ist wie, als wenn noch der kleine Anreiz, der kleine Funken kommen muss und die Leute rennen aufeinander zu. Und das ist krank. Und dabei, das ist schon
Das sind so, schmeckt so ein bisschen nach Erster Weltkrieg. Also ja, wenn jetzt hier noch die, genau, die Bajonette aufgepflanzt werden und alle gegeneinander losziehen, dann haben wir dann wieder diese wunderschöne Situation. Ganz genau. Wie kommen wir aus diesem Kreis raus? Hast du oder irgendeine Idee? Aus dem Kreis raus kommen wir, wenn man sich das Grundgesetz anguckt, das erstmal eine Verfassung, eine Solidarität für Deutschland herstellt. Ein eigene, souveränes Deutschland, was Sache ist, was einerseits sich nicht mehr der NATO-Politik hinzuwendet, weil die NATO-Politik hat nun mal die Flüchtlinge geschaffen, genauso wie der Kapitalismus, der muss genauso beendet werden. Das Geldsystem ist das Grundproblem, was Armut schafft und wodurch natürlich arme Menschen hierher kommen, sich das schöne Land nehmen. Es ist ein schönes Land. Ja. Es hat natürlich das beste Sozialsystem, das kann man so sagen, wie es ist. Aber es wird genutzt und natürlich wird der Hass, der gleichzeitig, den man in sein vorheriges Leben gehabt hat, wird natürlich teilweise auch ausgelebt. So. Also nee. Es wird irgendwie, der Hass wird hier auf die Pfeile projiziert und nicht auf den Bogenschützen. Also ja, genau, so sieht es aus. Die Leute, die hierher kommen, sind ja einfach. Ja, genau, das sind die Symptome. Also die können nichts dafür, die wollen einfach nur in Frieden leben. So. Und das ist ein ganz großes Problem, da wird nicht in beide Seiten gedacht und gesehen. Alles klar. Gut, ich danke dir für das kurze Interview. Viel Spaß noch, ne? Und Vorsicht mit dem Fahrrad. Ja, danke schön. Zu aktuellem Anlass. Gestern sind hier sehr unschöne Sachen passiert. Laut aktuellem Erkenntnisstand wurde eine Person niedergestochen. Und jetzt ist die Stadt so ein bisschen am Brodeln. Und wir fangen jetzt einfach mal ein bisschen Meinungen ein. Kannst du mir noch mal erzählen, was gestern passiert ist? Ja, wir waren gestern Abend in der Stadt, das war Stadtfest, wir haben so viel und Spaß gemacht und ich habe gehört, jemand hier in Chemnitz, im Stadthalle, Stress gemacht und einen Mann getötet und keine Ahnung, wem hat das gemacht, wem weiter was noch was passiert und dort war so ganz viel Polizei und ich habe gehört, eine Mensch ist getötet. Und zwei andere Menschen sind im Krankenhaus gegangen und beide waren ganz stark verletzt. Und was sagen jetzt eure Freunde dazu? Ihr seid Afghanistan oder kurdisch? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eure Freunde dazu, was da passiert ist? Wir haben keine Ahnung mehr und wir verstehen nicht, wem hat das gemacht, in welchem Ausland das hat gemacht, das. Und wir finden auch das nicht gut. Wir wollen hier in Deutschland leben. Wir wollen in Deutschland weitermachen, Ausbildung machen, nach Schule gehen. Und wir wollen Gutes machen. Und zum Beispiel, wir haben ganz Problem in unserer Heimat. Ich komme aus Afghanistan, dort ist jeden Tag Krieg. Und wir mögen nicht so das Scheiße machen. Wir kommen in Deutschland wegen einer guten Zukunft. Ja. Habt ihr jetzt nach diesem Vorfall Angst, wenn ihr durch die Straßen geht? Ja, ich habe Angst, aber gestern, ich habe viel Angst, aber heute nicht, weil alles normal, alle verstehen, weil alle Leute sind nicht gleich. Alle Menschen sind nicht gleich. Es gibt bei unseren Leuten auch schlechte, auch gute. Und auch bei deutschen Leuten auch gibt es bei jedem auch schlechte, auch gute Menschen. Und ich denke, das ist nicht gut, Stress ist. Und wir mögen nicht Stress machen, weil wir müssen versuchen hier in Deutschland, weil wir haben alles. Okay, alles klar. Dann sage ich mal erstmal kurz vielen Dank. Wir wollen heute noch ein bisschen Interviews, deswegen müssen wir es jetzt kurz halten. Vielen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt und alles Gute. Danke. Tschüss. 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 Danke. Yeah!